Und hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Disney Speedstorm Runde. Und zwar Season 6 ist da. Entschuldigung. Ihr könnt euch da Hintergrund sehen. Es geht ins Meer. Under the Sea oder gesagt unter den Meer. Und zwar ist es zum Thema Ariel, die Meerjungfrau. So, jetzt gucken wir erstmal den Goldpass. Da haben wir einmal Tritons Dreizack. Ständig muss man sich im Leben entscheiden, nicht wahr? Oh, von Ursula, okay. Okay, wir haben Ariel. Sie ist eine epische Charakterin. Skuttle, die Seemöwe. Okay. Andere sind so haufenweise Hilfs-Items. Freundliches Gelb. Oh, Season-Münzen. Die sind jetzt geändert. Vor uns waren die Schneeflocken von die Eiskönigin. Und jetzt sind es die Fischflossen zu Season. Und wir haben Prinz Erik. Und dann haben wir nochmal Ariel. 20 Stück beim Scherben. Dann haben wir verbindlicher Vertrag. Oh. Oh. Mit diesem. Ah, okay. Das ist ein Vertrag von Ursula wahrscheinlich. Dann haben wir die Season-Kiste-Münzen mit den Fischflossen. Dann haben wir nochmal Erik, also Prinz Erik, nochmal verbindlicher Vertrag. Gizmos oder Schnickschnack, deine Wahl. Von Ariel. Dann haben wir Meeresblüte als Banner. Dann haben wir Silhouette von Ariel. Mhm, okay. Andere sind weitere Münzen. Dann haben wir, man schleicht nicht im Dunkeln herum. Es ist suspekt. Von Ursula. Koch Luis. Ach, der wird den Sebastian immer essen. Dann haben wir Grimsby. Kenne ich nicht so wirklich. Dann haben wir Prinzliche Ruhe von Prinz Erik. Wieder den Bäcker. Dann haben wir Kastanienbraum des Meeresvolks. Und dann haben wir noch, okay, die Actionfigur von Herkules wieder. Dann haben wir Band unter dem Meer mit den Fischen. Nochmal Ariel, 20 Stück. Die Töchter König Tritons, die anderen Meerjungfrauen. Dann haben wir noch nochmal Scuttle, die Möwe. Dann Deal. Dann haben wir Seepferdchen. Ja. Und dann haben wir dann noch dazu noch weitere Münzen und Hilfs-Items. Das ist neu! Kurenspitze von Ariel, die Meerjungfrau. Haben wir noch eigentlich noch so einen legendären Fahrer dabei? Ursulas Garten. Okay. Tentakel des Kragens. Ach, die Gelache von Ursula. Bananenbüschel von und das Dschungelbuch und andere weitere Hilfs-Items. Watzitz Cruise. Dann Watzitz Undine. Andere weitere Hilfs-Items. Nochmal Prinz Erik und Ariel.
Dann haben wir goldene MVP. Max, den Hund von Prinz Eric. Goldene MVP von Ariel. Und Fabios. Und dann den restlichen nochmal. Die Münzen. So, jetzt gehen wir erstmal zum Einzelspieler. Erstmal dort was einfordern. Okay, erstmal das hier. Wir haben hier wieder Fahrerboost. Atlantica Cup. Okay. Dann Join the Parade. Und noch das hier. Oh, Tales of the Sea King. Der König Triton. Und warte, muss ich erstmal gucken hier, was hier unten ist. Tägliche Herausforderung und natürlich mit einer Maus fängt alles an. Ja, das kennen wir schon. So, wir spielen jetzt erstmal den hier. Oh, König Triton ist gewöhnlich. Na, das hätte ich eher was anders erwartet. Aber naja. Ich hätte das was anders erwartet. Ach so, oh nein, da muss man den Charakter auch noch dazu freischalten. Oh Gott. Aber wir haben ja noch genug Münzen und wir werden jetzt den Goldpass noch dazu holen. Goldpass. Ach komm, lauf doch mal schneller. Ich wollte denn bitte gerne den Goldpass holen. Ach, meine Herren, ey. Meine Herren, ey. Schon wieder lädt sich der Laden. Ah, jetzt. So, Goldpass. Goldpass kaufen. So, Goldpass holen. Und Goldpass aktiv. So, vielen Dank. So, und jetzt gehen wir erstmal hier rein. Jetzt kriegen wir erstmal gratis erstmal. So, was kriegen wir? Elizabeth Swan, Mulan und Goofy. So, gucken wir jetzt erstmal. Oh, okay. Season Kiste Triton und Season Kiste Erik. Warte mal, ich muss mal gucken hier. Erik ist auch von. Ist auch von. Ungewöhnlich, also ganz gewöhnlich. Warte mal, wie viel haben wir? 6 Stück haben wir. So, ziehen wir erstmal. Ah, und Erfahrungspunkte, was kriegen wir? Ah, eine legendäre. Was könnte das sein? Ah, König Triton. Sebastian, zweimal! Also zwei Stück Sebastian und Timsy. Oh, a brand new costume. Also ein neues Crewmitglied. What? What? Das ging schnell. So, nächste. So. König Triton. Wow. Zweimal König Triton und Band unter den Meer. Aber ich denke, es ist erst ein Crewmitglied Band unter den Meer. Yep, natürlich. So, und jetzt noch das hier.
Und wenn man das so 300 Erfahrungspunkte bekommt, kriegen wir natürlich König Trifon, oder? König Trifon? Something new. Glut! Was? Und Skuttle? Skuttle erstmal, die Möwe und natürlich Glut. Der weiße Hai Glut. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es auch sowas gibt. So, was kommt da? Grimsi. 8 Stück? It fits just right. 8 Stück Grimsi und 5 Stück Grimsi? Das ist doch nicht dein Ernst! Was wir so vieles kriegen? Oh, und ich denke, wir kriegen einen Triton jetzt. Ja! Wir kriegen König Triton! Und dazu die Töchter von König Tritons. Neuer Rennfahrer. What have we here? A little healthy competition is good. Hallöchen, König Triton. Und natürlich Crewmitglied, die Töchter von König Triton. Also er hat gesagt, die Meerjungfrauen. So. Und der Prinz Erik könnte ich bei Goldpass kriegen. Also kann ich nochmal das kriegen. Oh, okay, nochmal Erfahrungspunkte. Skuttle, 10 Stück. Und Koch Luis. Okay, Koch Luis kriegen wir noch dazu. Aber Skuttle 10-mal Stück? Das ist mal ein großes, also das ist irgendwas ganz, ganz Großes. Ja, und wir haben keine Münzen mehr. Wir haben keine Münzen mehr. Oh, das wird wieder synchronisiert. Nun! Fordern wir erstmal rein. So, erstmal einfordern. Abendrell Cup. So many new colors. Und natürlich, warte mal, jetzt gucken wir mal, ob für Fahrerboost auch einige dabei sind. Razor Level Up. Okay, das ist neu. Oh, und von der Eiskönigin ist auch mit dabei, also Christoph und Hans. Okay. Okay, aber das können wir dann später machen. So, gehen wir jetzt hinein. Der erste ist der Princess of Atlantica. Die erste Gegnerin ist Ariel. Let's make some waves. Oder ist es ein Renn-Gastfahrer? Aha. Und so sieht die Welt aus. Oh, Pigment. Porzellinchen und Ariel. Das ist eine Unterwasserstrecke! Das ist eine Unterwasserstrecke! Wie ich das gehofft habe! Mario Kart 8 Deluxe und auch Mario Kart 7 lässt grüßen! Es ist tatsächlich eine Unterwasserstrecke. Oh mein Gott, ich bin jetzt sofort im Hype. Wally? Ist das Wally? Oh, dieses Item hasse ich. Ja, das ist. Ich denke, das ist Wally. Ja, das ist Wally. Ich höre die Stimme. Der fährt jetzt auch mit dem Rennen mit. Letztens hat er noch nie mitgefahren, aber jetzt fährt er da komplett mit.
voll im Hype. Also Ariel, die Meerjungfrau, habe ich auch immer früher gern geguckt. Auch als Serie. Aber ich mochte den Film. Ja, der Trickfilm eher. Weil die Realverfilmung habe ich nicht geguckt. Aber ich mag eher lieber die Trickfilmversion von Ariel, die Meerjungfrau. Und wir haben den Ziel erreicht. Wally und Goofy. Also zweiter Wally und dritter Goofy. Na, bin immer noch Level 0, also Level 1 eher gesagt. Und der nächste Strecke. Akraba. Ah, okay. So, Pigment. Du bist dran jetzt. Time to bring it all together. This ain't the roller rink. Lilo, Goofy und Pigment. Los geht es! Oh, bloß gut, dass ich nicht getroffen wurde. So, die den Trickattacke von Pigment. So, wieder in die Wunderhöhle. Bloß gut, dass ich den Automatik ausgeschaltet habe. Oh, normalerweise fließt ja Lava direkt aus den kleinen Schloten von oben runter. Aber wahrscheinlich ist es aus. Die kleinen Vulkanschlote. Für mich sind es Vulkanschlote in den Wunderhöhle. Ja, weil. Na, normalerweise, weil in Arabien gibt es ja keine Vulkane. Weil das ist ja eine Wüstenregion. Ja gut, ich bin jetzt gerade am Anfang dieses Levels, weil die Gegner sind zurzeit jetzt noch schwach. Aber zurzeit, wenn ein Level höher und höher, werden die dann stärker. Also werden die dann stärker und gemeiner. Deswegen ja, ist es noch völlig am Anfang. Nein! Ich wollte in eine Schiene gehen und dann bin ich direkt in die Lava reingefallen. Nein! Oh Gott! Direkt in die Lava reingefallen. Da gibt es wahrscheinlich einen völlig verkohlten oder gegrillten Drachen. Möchte ich aber nicht. Kleines Easter Egg von Spyro, was Mario gesagt hatte. Dieses gegrillten Spyro. Also er hat gesagt, wie gegrillten Pigment. Das gibt nicht. Oh Mann. You did it. Du sagst es. Zweiter Jumba und dritter wieder Goofy. So. Zweiter Rennen geschafft. So, einfordern. Und ein Spruch. Ich bin keine Kaulquappe. Wer sagt, das ist eine Kaulquappe? So, warte, jetzt muss ich mal gucken hier. Donald. Band von Unter den Meer. Was haben wir hier? Chang und weitere Sachen. Und hier Prinz Erik. Warte mal, was ist das hier oben? Porzellinchen. So, der nächste ist König Triton. Let's begin. Oh, das sieht cool aus. Herkules, Mac und König Triton. So, jetzt spielen wir hier König Triton.
sieht auf jeden Fall cool aus, wenn sie als Rennfahrer sind. Obwohl, das sind ja Meereswesen, weil die Flossen haben. Wie kann er dann den Gaspendal hier direkt hier halten? Also das ist ja die Frage, wie kann man hier mit dem Gaspendal direkt hier halten? So, der Trick von König Trifon. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt nicht wirklich, was das war. Irgendwas mit Dreizack. Der hat irgendwas mit dem Dreizack hier direkt angegriffen. Oh ja, auf jeden Fall mit dem Dreizack. Weil das ist ja Neptun. Weil König Triton ist ja der Neptun von Ariel. Oh nein! Nein, 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 nein! Nein! Scheibenkleister, aber wir sind noch bei der zweiten Platz. Also zweite Runde, weil hier sind drei Runden direkt bei dem Rennen. Yo! Er macht da so einen Blitzstrahl aus seinem Dreizack. Das ist da abgefahren. Bloß gut, dass ich König Trifon direkt freigeschaltet habe. Oh nein, oh nein, oh Gott, das war knapp. Does that make me the reigning champion? Glückwunsch. Zweiter Platz ist Donald und dritter Platz Engel. So, nächste Belohnung, also die nächste Stufe, also die Stufe 1 bin ich jetzt hochgestiegen. So, Level 1. So. Wir haben einen neuen Rennfahrer, es ist Ariel. Oh, hallo. Hallöchen, Ariel, die Meerjungfrau. Also er hat gesagt, als Mensch. Und Sammlungslevel 18. Wir kriegen 30 Marken. Super duper, Dankeschön. So, wir gucken jetzt mal weiter. Bei Welt 1. So, was braucht man? Mickey Maus. Okay. Mickey Maus, at your service. Oh, da bräuchte man auch ein paar Level. Der bräuchte auch mal ein paar Levelaufstieg. Oh, this is swell. Oh, gee. Oh, I feel great. So, jetzt erstmal das. Ja, Crew nochmal bearbeiten. Und zwar nehmen wir Pluto. Der Hund von Mickey Maus. So, los geht's. Gamba, Woody und Mickey Maus. Ah, wenn man Pluto hat, da hat man hier einen Turbo. Das ist nämlich ganz super. Okay, Dampferschiff Mickey Maus spielt auch mit. Oh, Vorsicht. Okay, die Vulkanschlote sind auch noch nicht aktiv. Ich
weiß auch nicht warum. Der Mickey Maus ist ja auch kurz vor dem Levelaufstieg. Der bräuchte noch ein paar Scherben. Und da ist er dann hier hochgestiegen. Okay, weil die Trickattacke von Mickey Mouse ist ja keine Attacke, sondern eher gesagt eine Schnelligkeit. Also der macht dann natürlich die Strecke schneller! Oh Gott! Das war viel zu früh gesprungen. Oh Gott, das war viel zu früh gesprungen, Mickey Mouse. So, dieses Mal nicht in die Lava reinfallen, das ist dann richtig böse. Sonst wäre da dann ein gekillten Maus. Und wir haben gewonnen. So, Jumba und Elsa. So, wir haben wieder Auftrag erledigt. Und wir kriegen natürlich wieder was Tolles. So, Donald Duck. Für den dauert noch ein bisschen. Und gehen wir jetzt natürlich hier lang. So, nächste, du bist jetzt dran, Goofy. Okidoki. Was kannst du laut sagen, Goofy? Ready or not, here I practiced a lot for this. Now wait a second, this ain't the roller rink. Ah, die Strecke von Lilo und Stitch. Check me out. Ja, bei den Strecken sollte man auch auf jeden Fall aufpassen wegen Flugobjekte und so. Den sollte man vorsichtig sein. Oh, und jetzt geht's in den Vulkan-Nationalpark. Weil das ist ja Hawaii. Und Hawaii gibt es viele aktive Vulkane. Oh, oh, bloß Glück nicht in die Lava gefallen. Sonst bin ich sofort eingeschmolzen oder eingeäschert in die Lava. Ja, was heißt eingeäschert? Das ist dann viel zu brutal. Das ist dann viel zu brutal. Ja gut, weil der brüllende Level 8 und der ist auf höchster Level und der ist auf der höchsten Level, also er hat gesagt Level 20 und das ist, man sagt mal so, das ist Baby einfach, also Baby leicht. Och man, Goofy, immer mit deinen Attacken. Halt! Oh! Scheibenkleister, direkt in die Lava gefallen. Wieder in die Lava. Viel zu heiß. Viel zu heiß. Oh, Sally ist direkt hinter mir. Aber ich benutze die Attacke. Wo ist das Ziel? Da ist das Ziel. Da ist das Ziel und wir haben gewonnen. So, zweiter war Sally und dritter war Aladdin. Und wir kriegen wieder haufenweise Belohnungen. So, Level 2. Und wir kriegen wieder Skadl.
Scuttle, die Möwe. Also eine Seemöwe. Hä? Wo ist Scuttle geblieben? Okay, das war jetzt wieder ein Bug. So, jetzt erstmal einfordern. So, einfordern. Und zu guter Letzt gehen wir natürlich erstmal in den Laden. Ah, hier ist auch gleich Ariel. Wo haben wir hier mit den Münzen? Ah, hier. So, 25 Münzen haben wir. Jetzt gehen wir hier. Oh, jetzt haben wir Erfahrungspunkte. Was kriegen wir? Oh, legendäres. Entweder ein Fahrer, also Fahrersterbe oder Crewmitglied. Hermes. Freakly. Fleetly aus Lilo und Stitch. wie hieß die nochmal? Mrs. Hasagawa. Willkommen. Also er hat gesagt, Glückwunsch zu den weiteren Crewmitglied. Und jetzt nochmal den 10. Als ob wir den Fleetly bekommen haben. Okay, Herkules, Pintel und Ragetti und Ted Pauley. Und wir haben auch haufenweise ganz viele. Und da gucken wir mal erst. Okay, Amphitryon und Akmene als gratis. Aus Herkules. Und dann haben wir noch... die noch drei Scherben, das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Ja gut, meine lieben Freunde, da sehen wir uns dann bald wieder hier im Disney Speedstorm. Hoffentlich hat euch das gefallen und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut und ciao, ciao, meine lieben Freunde.